Herr Präsident, Herr Kommissar, ich kann dem, was Sie zu Eingangs der Debatte gesagt haben, so gut wie zustimmen. Das Problem stellt sich für mich nur dar, wenn wir in der Einschätzung der Situation, dass auf jede Eskalation in einem bereits seit 7 Jahren andauernden Krieg neue Leiden für Menschen erwachsen, sie tagtäglich in ihrem Leben bedroht sind, wir inzwischen mehr als 300.000 Tote in diesen 7 Jahren zu beklagen haben, Männer, Frauen, Kinder, Millionen von Menschen Syrien verlassen haben, Millionen von Menschen innerhalb von Syrien fliehen und 13 Millionen Menschen auf unsere Hilfe warten. Wenn wir wissen, dass 400.000 Menschen in Ost-Ghuta eingeschlossen sind, abgeschlossen von jeder medizinischen und humanitären Versorgung, dann steht doch die Frage, was können wir wirklich konkret tun? Ich habe den Eindruck, auch wenn ich die Diskussion mitverfolge, und ich möchte niemandem etwas unterstellen, niemandem zu nahe treten, aber definieren wir nicht inzwischen oder besteht nicht die Gefahr, dass inzwischen jeder, der aktiv ist, der überhaupt nur in Syrien lebt, von einer Seite, von jeweils einer anderen Seite wiederum als Terrorist betrachtet wird? Wie wollen wir diesen Kreislauf denn überhaupt durchbrechen? Jeder ist Terrorist letztendlich, immer aus der Sicht der anderen. Und rauskommt dabei, dass der Krieg weiter zugespitzt wird, dass neue Anlässe sich verschafft werden und dass wieder Bomben fallen, dass Raketen fallen und dass letztendlich Giftgas eingesetzt wird, ohne dass jemand bestraft wird. Das ist doch nicht der erste Giftgaseinsatz. Auch die vorhergehenden Giftgaseinsätze, zu welchen Konsequenzen haben sie geführt? Haben sie dazu geführt, dass wirklich auch wir als Europäische Union alles dafür getan haben, um letztendlich jede Form eines Waffenexportes zu unterbinden, um uns ganz klar dagegen auszusprechen? Haben Sie dazu geführt, dass wir uns auch klar in unseren Haltungen gegenüber einigen der aktiven Länder dort, die dort wirklich aktiv in diesem Spiel mitmachen, und es ist ein böses Spiel, es ist nicht nur ein Dirty Game, es ist ein richtiges, tödliches Spiel, dass wir klare Positionen beziehen. Und damit meine ich sowohl Russland, ich meine aber auch die Türkei, ich meine andere Länder, ich meine den Iran, ich meine darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer Länder. Wir reden über Ost-Ghuta. Das ist richtig und notwendig. Und wir müssen sofort dafür sorgen, dass dort Schluss ist. Wir haben das letzte Mal über Afrin geredet. Jetzt tun wir so, als wären das zwei völlig unterschiedliche Sachen, als würden die nicht in einem Land passieren. Es sind aber Menschen in diesem Land, und da ist mir egal, zu wem die gehören, welcher Ethnie sie angehören. Es geht darum, dass wir helfen müssen, wir dafür sorgen müssen, dass die Menschen leben können. Und letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, wenn wir uns hier so dafür aussprechen, dass sofort Schluss ist mit jeder Form von militärischer Gewaltattacke gegenüber Menschen in Syrien, dann, verdammt ich noch mal, verstehe ich nicht, warum wir überhaupt ein Problem haben, innerhalb der Europäischen Union über die syrischen Flüchtlinge in unserer Union zu reden. Dann verlange ich, dass wir alles dafür tun, insbesondere auch die Verletzten, die traumatisierten Menschen, ihnen zu helfen und wirklich etwas für sie zu tun. Das wäre meine Aufforderung an uns alle.